Dampf im Halbfeldergewicht in Klasse bis 64 Kilogramm. In der roten Ecke für den CSC Frankfurt Erich Fuhr. Und in der blauen Ecke für den Märkischen Boxringkampf Nikola Nikolov. Ringfrei, Runde 1. Für den CSC Frankfurt boxt Erich Fuhr. Erich bestritt bisher 80 Kämpfe, von denen er 54 gewinnen konnte. Er ist mehrfacher süddeutscher Meister. Bei den internationalen deutschen Meisterschaften der Altersklasse U21 im Jahre 2011 belegt er einen dritten Platz. In der roten Ecke für den CSC Frankfurt Erich Fuhr. Ringfrei, Runde 2. Yeah.
In der blauen Ecke vom Märkischen Boxring haben boxt Nikola Nikolov. Nikola bestritt bisher 60 Kämpfe, von denen er 50 gewinnen konnte. Er ist der bulgarische Vizemeister des Jahres 2011 und Mitglied der bulgarischen Nationalmannschaft. In der blauen Ecke für den Märkischen Boxring haben Nikola Nikolov. Ringfrei, Runde 3.
Ja, Pause ist vor mir ein Cup. Formation, Hände, Hände! Oh, Hände, Hände! Hände. Nach diesem Kampf machen wir eine Pause von etwa 10 Minuten. Und hier das Ergebnis des Kampfes im Halle. Bilderkrieg, Sieger nach Punkten vom Märkischen Boxring haben Nikola Nikolov.